Benny hat einen neuen Job bekommen. Hier bei der Herr der Ringe, das dritte Zeitalter. Da Boromir jetzt leider abgenippelt ist, den Löffel abgegeben, die Radieschen jetzt von unten betrachtet, ist Beritor arbeitslos, wurde aber direkt von Gabba Gandalf aufgenommen. Er soll die Gefährten nun helfen. Aber zuerst einmal müssen wir ein paar Uruk-hai besiegen. Yep, die sind nämlich verdammt böse. Autsch. Na, das nenne ich mal eine Begrüßung. Arnel hilft uns. Wie nett. Elbenaugen verbessert Präzision GP deiner Gruppe. Düsterwaldnebel senkt die FA-Präzision des Gegners. Oder wir setzen direkt Pfeilhagel an. Bitte die Elbenbogenschützen um Hilfe. Ja, keine Ahnung. Komm, zeigen wir einmal Pfeilhagel. Ja, das hat definitiv wehgetan. Aber nicht getötet. Das macht mir Sorgen. Axtkunst. Ja, Moria Orcas funktioniert jetzt nicht mehr. Wir kämpfen jetzt gegen Uruk-hai. Na, da. Uruk-hai Speer ist fast jetzt danach an der Reihe. Den will ich direkt erledigen. Bäm! Bäm! So. Das hast du nun davon. Arsch. Und wie wäre es mit ein bisschen Wasser für euch? 5400. Und eine Schwertkunst, wie wär's? Ich frage mich, ob Hieb des Wächters reicht. Das tut's. Alles klar. Thema erledigt. No problem. Uruk-hai? Ha, das sind Clown. Idrial, Aufstieg. Hathor, Aufstieg. Beritor, kein Aufstieg. Oh. Und nicht mal Schätze. Eure kleine Schar kämpft wacker. Findet alle meine Elben, Gondorianer. Dann sind wir stark genug, aus diesem steinernen Labyrinth zu entkommen. Alles klar. Mach ich. Eomers Verbannung. Des Königs Neffe bleibt standhaft und wird verbannt. Dies sind gefährliche Zeiten für König Theodens Neffen Eomer, den dritten Marschall der Mark. Er allein trotzt Grima Schlangenzunge, einem bösartigen und doppelzüngigen Diener Sarumans. Mit Grimas Hilfe hat der weiße Zauberer den Geist des Königs vergiftet. Durch Theodens kraftlose Hand wurden Eomer und die treuesten seiner Männer aus Rohan verbannt. Doch seine Reiter werden die Ebenen der Riddermark nicht verlassen. Finde sie, denn sie kämpfen auf unserer Seite und sind in Zeiten der Not verlässliche Verbündete. Alles klar. Suchen wir mal. Sollten wir sie finden, werden wir sie mal fragen. Schicke Gegend eigentlich. Sehr schick. Die Krieger Rohan scheinen die Höhle als Vorposten zu nutzen. Offenbar erleiden sie bei der Verteidigung ihrer Grenzen schwere Verluste. Wie kommen wir dort hinein? Tiefer in der Schlucht werden wir einen Weg finden. Okay. Ja, da müssen wir erst einmal einen Weg finden. Und ich schlage vor, wir gehen jetzt erstmal in die Richtung. Uruk-hai. Autsch. Oh, jetzt haben wir aber keinen Aranel. Nee, der kann nicht immer helfen. Der macht das so nach Lust und Laune, wenn er gerade Bock hat. Ja, wenigstens werden die jetzt aber direkt one-gehittet. Die haben keine Chance. Ah, lähmender Hieb. Wie wär's mit Schmetterschlag? Ja, warum denn nicht? Bäm! Oh, schon tot. Schade. Ja komm, blutende Wunde für dich. Dreifach Critical Hit. Das ist Zwergenpower. Aber die Ärmsten haben jetzt irgendwie momentan keine Chance gegen mich, kann das sein? Beritor bekommt etwas. Eine epische Szene.
Baumhürden, die Ents werden erwachen, um im Krieg zu kämpfen. Die Baumhirten müssen Fangorn befehlen, sich zu verteidigen. Sie allein können die Bäume dazu bringen, sich zu entwurzeln. Sie müssen aufwachen, damit die Macht der Erde überleben kann. Und sollten sie erwachen, müssen sie sich entschließen, in den Krieg zu ziehen. Saruman bereitet seine Armee vor. Wir müssen die unsere vorbereiten. Ja, stimme ich dir zu, Gabba Gandalf. Und mir fällt ein, ich habe überhaupt nicht Level Up hier gemacht. Das gibt noch mehr Geist und mehr Stärke. So, neue Ausrüstung. Das gibt mehr... Das gibt aber weniger Stärke. Aber Geschick und Rüstung wird erhöht. 29, 24. Na, so viel Stärke verliere ich jetzt dadurch aber auch nicht, muss ich sagen. Das lohnt sich noch. So, dann gehen wir mal hier entlang. Oh, lauf! Lauf, Forrest, lauf! Die werden dich doch sonst abhacken hier. Ah, Uruk-Klingen. Ah, diesmal kommt Aranel wieder da. Ja, ist ja klar, einer seiner Kumpanen hier wird angegriffen. Dann muss er helfen. Mit Pfeilhagel. Wow, seid ihr irgendwie in einer Boygroup oder so? Ihr könnt ja synchron umfallen. Nice. So, aber du musst die Bühne verlassen. Klatsch. Und, du musst jetzt auch die Bühne verlassen. Bam. Und, du auch. Und tschüss. Bleibt nur noch einer übrig. Ja, den kannst du ruhig angreifen. Der ist mir sowas von egal. Gezielter Schuss. Platsch. Das ging schnell. Aber da er keine Siegespose hat, macht's unser Hathot. Denn Elben sind Sucker. So. Danke für eure Hilfe. Ich fand Schutz in einer Höhle, die zum Fluss führt. Finde den Elben am Fluss. Aufstieg. Überall Uruk-hai, aber sie sind keine Gegner für euch. Ja, das weiß ich. Ich bin nämlich der Banner, verdammt nochmal. Meine Schar hat sich getrennt. Zwei von uns wollten zur Blockade der Uruks, zwei andere zur Waghöhle. Ich bahne mir einen Weg zur Blockade der Uruks und warte dort auf euch. Tu das. Und es gibt noch eine Szene. Verteidigung des Flusses. Die Elbenböen verteidigen die Rohirrim, so, entlang des Anduin. Komische Wörter. Seit Jahrtausenden fließt der Anduin vom Herzen Mittelerdes bis zu den fernen Grenzen Gondors. Und seit Jahrtausenden haben ihn die Elben verteidigt. Die Könige Númenors warten auf ihren mächtigen Thronen aus Stein über dieses Land. Seit jeher wurde es von den Feinden der Elben und Menschen heimgesucht. Von Ostlingen aus Run, Orks aus Mordor und nun von Sarumans Uruk-hai. Tja, dann werde ich mal dort keinen Urlaub machen. So, ein bisschen mehr Stärke. Und weiter geht Bennys Reise. So, jetzt musst du aber aufpassen. Hier kannst du, hier und da kannst du was holen. Zum Beispiel, da war doch, glaube ich, eine Kiste, oder nicht? Hier muss ich ein bisschen zoomen. Ah, okay, ich weiß, wie ich da rankomme. Manchmal, hier muss ich ein bisschen mit der Karte zoomen, ansonsten sehe ich nichts. So, hier sind aber auch Truhen. Oder nur eine. Ja, war ja irgendwie klar. So eine Truhe allein, das ist verdächtig. Tödliche Krähen. Macht schon ordentlich Damage. Also die halten nicht viel aus, aber Damage können sie machen. Das auf jeden Fall. Zorn der Lautwasser. Aber viel einstecken. Nee. Uruk-Bolzen.
Oh. Das hat wehgetan. Ich würde mal sagen, direkt Zorn der Berge. Einfach noch, um hier Sache sicher zu gehen. So. Schmetterschlag. Nimm das. Critical. Tja. Keine Herausforderung. Ha. Idrial, Aufstieg. Na, Hardhot, kein Aufstieg. Der braucht aber etwas. Der braucht definitiv jetzt ein bisschen Futter. Erstmal ein bisschen mehr Geist. Ich muss Objekte, Hardhot. So, das reicht. Idrial bekommt Ausrüstung. Schön. Dann schauen wir mal. Krummsäbel. Verbessert alles. Ist super. Auch wenn das nicht sehr elbisch aussieht, diese Waffe. So, wie machen wir das jetzt? Oh Gott, oh Gott. Warte mal. Ich muss hier hin, glaube ich. Nein. Nein, muss ich nicht. Sah nur so aus, als müsste ich hier hin. Weil hier ist so ein Gang. Da muss ich rüber. Irgendwie. Ach, das werde ich schon irgendwie herausfinden. Werde ich schon herausfinden. Gamma Gandalf! Wiedersehen. Auf der anderen Seite. Ihr seid verwandelt. Ja, die Not ist groß. Was macht ihr hier? Ich bin hier, um dich zu warnen vor den Orks. Oh, danke schön. Danke schön, Herr Gandalf. Ein bisschen früher hätte das nicht kommen können, oder? Na okay, das sind ja normale Orks. Also die kann ich auch mit Orkschlag hier kaputt schlagen. Wollen wir Hardhot heilen oder nicht? Nein, wollen wir nicht. Denn wir können das schnell hier in einem Zug erledigen, ohne dass der Gegner zum Zug kommt. So, jetzt kommt die blutende Wunde. Das muss hinhauen. Tut's auch. Och, du Scheiße, der wurde aber niedergeschlagen. So, und dann kommt Fluch der Orks. Und das war's. Oh yeah. So muss man das machen. Ja, jetzt hat auch Hardhot seinen Aufstieg und all seine Werte sind regeneriert. Elegos steigt auch, by the way, auf. Och, und keine epische Szene. Naja. So, ein bisschen Stärke und ein bisschen Geschick. So, dann wollen wir mal dem Elfen hier... Elben meine ich natürlich, Elfen. Keine Ahnung, was ist überhaupt der Unterschied zwischen der Elfen und Elben? Oh, das sind aber viele Bösewichter. Naja, dann müssen wir die mal alle kaputt schlagen hier. Hier gibt es einen kleinen Ork-Pfeil. Aua. Unser Perfekt-Modus ist auch wieder aufgeladen. Sehr schön. So, blutende Wunde. Bam! Critical Hit. Fluch der Orks. Critical Hit. Mein Gott, was ist mit meinen Leuten los? Die sind ja mega gut drauf, muss ich sagen. Blutende Wunde. So. Und auch der wurde kaputtgeschlagen. Sauber. So muss das aussehen und nicht anders. So. Och, hier können wir auch speichern. Finde den Vorposten Rohans. Aufstieg. Und eine epische Szene. Der Krieg kommt nach Rohan. Doch Saruman greift Rohan von außen und innen an. Rohan, Heimat der Pferdeherren. Die Menschen der Riddermark sind stark und stolz.
Die Rohirrim wissen nur wenig über die Elben, da sie diese nicht mit ihrer Anwesenheit bedrängen. In Miduselt, im Palast von Edoras, Haus Theoden, der König von Rohan. Erwarte keinen freundlichen Empfang, denn Saruman hat seinen Geist vergiftet. Lange Jahre war Rohan ein Verbündeter Gondors. Doch mit dem König werden auch diese Bande schwächer. Saruman zieht in den Krieg gegen Rohan, schon bald. In diesem Moment ruft er die Erzfeinde Rohans zu den Waffen, Dunländer. Jojo, ganz böse Sachen. Och, und jetzt kommen auch die... Achso! Die Streifen sind also beeinflussbar, je nachdem, welchen Winkel ich habe. Interessant zu wissen. Interessant zu wissen, in der Tat. So. Jetzt kommt Beretor. So, den Vorposten haben wir. Ich speichere das Spiel. Eine Truhe lag da, glaube ich, nicht. Wäre zwar schön gewesen, aber war da nicht. Dann haben wir auch wieder diesen Part erledigt. Und ja, im nächsten Part werden wir dann weiter Uruk-hai jagen und ein paar Elben suchen. Bis dann.